7,5-Tonner-Größe bei Allrad-LKW, die ist ja zuletzt ausgestorben. Der neue Iveco Daily mit seinem 7-Tonnen-Fahrgestell und den langen Radständen, der ist aber da, um diese Lücke wieder auffüllen zu können. Und das sorgt dafür, dass es eine ganz große Variabilität von Fahrzeugen gibt. Und heute bei der Probefahrt, da zeigen wir euch diese Variabilitäten. Deshalb haben wir für diese heutige Probefahrt nicht nur ein Iveco Daily dabei, sondern auch noch die Variante für 4 Personen und eine dritte Variante mit ganz viel Platz für 2 Reisende. Ja, und viele Autos heißt auch, ich brauche viele Meinungen und deshalb habe ich mir diesmal ein bisschen Verstärkung mitgebracht. Ja, würde ich sagen, an die Arbeit, oder? Ja, so sieht eine motivierte Crew aus, wenn sie bei feuchtkalten 2 Grad im norddeutschen Marschland arbeiten soll. Das Ortsschild passt zum Klima. Immerhin sind die 3 Dailies von Kerkam Weltreisemobile aus Elmshorn gut gedämmt und ordentlich beheizbar. Aber dazu später mehr. Die 3 Kandidaten zeigen einen guten Querschnitt von dem, was auf diesem 7,5-Tonnen Fahrgestell des Allrad Daily so geht. Mit am Start der AX439 für das komfortbewusste Paar, der EX422 für 2, die etwas kompakter unterwegs sein wollen, und der AX407 Family, die Doppelkabine mit bis zu 5 Schlafplätzen. Bevor wir uns gleich die Kandidaten im Einzelnen vornehmen, nochmal ein paar allgemeine Infos zum Basisfahrzeug. Bis vor wenigen Jahren gab es den Iveco Daily ja nur als 3,5 bzw. 5,5 Tonner mit sehr kurzem Radstand und sehr optimiert auf die Geländetauglichkeit. Das hat sich geändert, seitdem Iveco selbst die Herstellung übernommen hat. Vorher kam der Allradantrieb ja von einem Zulieferer. Und damit ist das Fahrzeug als Langstreckenauto auch mit größerer Tonnage interessant geworden. Es gibt ihm jetzt auch als 7-Tonner mit 4,17,5 Meter Radstand. Da passt natürlich viel mehr drauf, was man ja auch an diesem Fahrzeug ganz gut erkennen kann. Ebenfalls super komfortabel ist das Automatikgetriebe, was es jetzt eben auch in Kombination mit dem Allradantrieb gibt. Da rolle ich wirklich ganz entspannt ab. Ich habe gefederte Sitze mit Sitzheizung. Also das ist ja wirklich ein sehr kommodes Auto, mit dem es Spaß macht, lange Strecken zu fahren. Aufatmen also für Fans der ansonsten etwas verwaisten 7,5-Tonnen-Klasse. Und der Daily sollte auch Offroad einiges drauf haben. Der Allradantrieb hat nach wie vor jede Menge Potenzial. Ich habe einen permanenten 4x4 mit 3 Differentialsperren, sprich ich kann das Mitteldifferential sperren, die Hinterachse und optional auch die Vorderachse. Die Verschränkungsfähigkeit ist nicht mehr so groß wie bei der Variante von Scum zuvor, aber für diesen Einsatz als Langzeitpistenfahrzeug ist das wirklich mehr als ausreichend. Während der Scum 4x4 früher ja sogar eine zweifache Untersetzung hatte, gibt es hier nur noch in Anführungsstrichen ein einfaches Untersetzungsgetriebe. Das reicht aber für alles aus, was ich mit einem Reisefahrzeug bewerkstelligen will. Unser Ausflug auf den Strand endet mit dem AX439 dann aber schon nach wenigen Metern. Schuld ist der Straßenluftdruck in den Reifen. Den müsste man hier senken, sonst sitzt man trotz potentem Allrad einfach fest. Ja, das passiert, wenn man einfach versucht, mit Straßenluftdruck auf weichen Sand zu fahren. Der Wagen hat eine Reifendruckregelanlage, der hat keine. Gut, dass wir das Bergeseil dabei haben, ziehen wir ihn einfach wieder ein paar Meter raus. Ja, das ist natürlich praktisch, das hier ist die Serienausstattung vom Daily. Ich würde hier allerdings dann einen Stahlschäkel verwenden, wenn es mal wirklich Hochlast ist. Denn für einen Softschäkel ist die Umlenkung hier schon ein bisschen hart. Und mit etwas Schwung ist der AX439 dann auch wieder befreit. Der kompaktere EX422 zeigt seinem Bruder dann auch gleich mal, was nur mit geringerem Reifendruck möglich ist.
Ja, das war jetzt das eindrucksvolle Beispiel, dass es eben nicht nur einen Allradantrieb braucht, sondern auch das Spiel mit Reifenluftdruck. Da sieht man, dass so ein Fahrzeug dann wirklich problemlos auch auf weichem Sand fährt. Stellvertretend, die Gewichte von den Fahrzeugen sind ja bis auf 200 Kilo etwa gleich. Jetzt kommt wieder der Straßenluftdruck drauf, denn damit geht es natürlich auf Asphalt nicht. Und dann fahren wir nach Hause. Nee, nach Hause geht es jetzt noch nicht. Wir widmen uns jetzt jedem Kerkam einzeln. Basiswissen Teil 2. Was beim neuen Daily nicht anders ist als beim Vorgänger, das ist eine vergleichsweise schmale Spur. Und baue ich denn so hoch auf wie hier beim Kerkam mit seinem hohen Alkoven, dann heißt das, bei einem überraschenden Spurwechsel ist hier schon ordentlich Bewegung in der Hütte. Daran muss ich mich gewöhnen, geht aber nun mal nicht anders. Das sieht auch von außen beeindruckend aus. Ansonsten steuern sich alle drei Dailies aber sehr spurstabil. Aufgrund der Gesamthöhe mögen sie nur starken Seitenwind nicht so besonders. Hier verhält sich der etwas niedrigere EX422 ohne Alkoven besser. Jetzt bin ich mal in den EX422 gekrabbelt. Basisfahrzeug ist genau dasselbe wie das Alkovenmobil, was wir eben hatten. Das Fahrverhalten ist trotzdem massiv anders, liegt daran, er baut nicht so hoch auf. Ich habe also hier über dem Fahrerhaus nicht diesen massiven Alkoven für zwei Personen. Dafür habe ich ganz hinten am Heck den Ersatzradträger mit zwei vollwertigen 19,5 Zoll Ersatzrädern und ein paar Sandblechen. Das heißt, ich merke, er wippt ein bisschen nach. Ich habe also mehr Gewicht hinten auf der Hinterachse. Das Gewicht an sich ist ähnlich. Der ist 200 Kilo leichter als der große. Aber da sieht man eben mal, was das ausmacht, wenn der Schwerpunkt an einer anderen Stelle ist. Das Fahrverhalten ist spürbar ein anderes. Auch wenn der EX422 im Vergleich kompakter wirkt als seine beiden Brüder, auch er ist kein Leichtgewicht mehr. Wir sind hier an der schmalen Grenze zwischen LKW und Leicht-LKW. Hier ist jetzt vorne ein 3 Liter Vierzylinder mit 180 PS. Leistungsmäßig überhaupt kein Problem. Bei Tempo 100 ist sowieso Grenze hier. Schneller darf ein Wohnmobil bis 7,5 Tonnen ja nicht fahren. Der Verbrauch, daran merkt man aber eben, dass es dann noch ein großes Auto ist. Der liegt so zwischen 16 und 20 Litern. Da ist der Unterschied dann eben nicht mehr groß zu einem normalen Frontlenker-LKW, der zwar schwerer ist, aber bei derselben Motorleistung mehr Hubraum und mehr Drehmoment bietet. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, aber was spricht denn dann noch für einen Daily, wenn sich die reinen Fahrwerte nicht groß unterscheiden? Der Frontlenker-LKW mag zwar bei Motorleistung und Drehmomententfaltung die bessere Wahl sein, schaue ich aufs Gewicht, aber beim Fahrgefühl, also in einem kleineren Auto zu sitzen, da ist der Iveco deutlich im Vorteil, denn es fühlt sich einfach nach wie vor an wie ein großer Transporter, wie ein Sprinter. Ich sitze hinter den Vorderrädern. Und das ist eben auch durchaus angenehm auf langen Strecken. Es ist nicht so erschlagend wie ein LKW. Der dritte Iveco, der AX407 Family, hebt sich rein äußerlich klar von seinen beiden Kollegen ab. Jetzt bin ich mal in die Familienkutsche unseres Trios gesprungen. Familienkutsche deshalb, weil wir hier 5 Sitzplätze und 5 Schlafplätze haben. Das ist ganz einfach vorne gelöst mit der großen Doppelkabine, die Iveco ab Werk liefert, ist also kein Sonderumbau. Und über mir im Alkoven ist das Doppelbett für die Eltern. Und ganz hinten im Heck sind 2 Stockbetten serienmäßig. Und das untere Teil ist hier aktuell als Stauraum nutzbar, könnte man aber auch zum Bett für das dritte Kind oder beispielsweise den Hund umbauen, der hier auch noch jede Menge Platz hätte. Auch die Doka verhält sich abseits von Asphalt ordentlich, nur der Hecküberhang ist nicht zu unterschätzen. Die Übersichtlichkeit hier im Daily-Fahrerhaus ist ziemlich gut, ist aber auch vergleichsweise unverändert. Ich habe schöne Fenster, die sehr weit runtergehen. Ich habe einen Rampenspiegel an der Seite, sehe also genau, wo mein rechtes Vorderrad ist. Gute Weitwinkelspiegel. Weiß durch die relativ steile Schnauze auch, wo das Fahrzeug zu Ende ist. Hier im Innenraum gefällt mir sehr gut, dass wir wahnsinnig viele Ablagen haben. Auch zeitgemäß, was so an Steckdosen zur Verfügung steht, mit USB-Steckdosen. Das Radio ist ein bisschen mittelalterlich, aber man kann ja nicht alles haben. Und damit parken wir die drei und sehen uns die Kerkams mal von außen an, während die Kolleginnen schon mal fleißig Maß nehmen. Da
Das ist der EX422. Radstand ist bei allen 4,17 Meter. Das Schöne hier ist, dass der Ersatzradhalter für die zwei Räder am Rahmen befestigt ist, also vergleichsweise kurz. Der Hecküberhang ist kein richtiges Offroad-Mobil, sondern mehr ein Pistenfahrzeug. Das sieht man ganz deutlich, aber noch angenehm kurz. Der AX407, das Familienmobil, ist natürlich mit dem Hecküberhang am größten, weil man die ganze Kabine ja hinter die Doppelkabine stellen muss. Und auch damit ein bisschen Fahrräder reinpassen, hat man hier eine große Heckwanne eingelassen. Da können 2 bis 3 Fahrräder sehr tief eingebaut werden, aber eben auch alternativ als Bett genutzt werden. Da freut sich das Kind mit so einer großen Panoramaklappe hier hinten. Aber man sieht es natürlich ganz deutlich, der Hecküberhang, der ist schon massiv. Hier hängt auch der Gastank. Und der AX439, das ist sicherlich der schönste Kompromiss aus diesen Fahrzeugen. Er hat auch einen relativ langen Überhang, Unterfahrschutz und ich kann noch eine Anhängerkupplung montieren, wer beispielsweise mal einen Trailer transportieren will. Auch hier gibt es eine große Heckgarage. Da fällt die Wanne für die Fahrräder aber nicht ganz so tief aus. Deswegen kann der Rahmen bis nach hinten durchgehen. Bei dem anderen musste der Rahmen eingekürzt werden. Da kann man also keine Anhängerkupplung mehr montieren. Alle Fahrzeuge, die wir die letzten 2 Tage gefahren sind, stehen auf den 19,5 Zoll Felgen. Das ist die Standardbereifung, die von Iveco kommt. Ist weltweit noch ein bisschen schwierig zu bekommen, etabliert sich aber langsam. Was typisch ist für Kerkam, ist, dass die Elektrik, die Technik an sich immer sehr gut zugänglich ist. Hier zum Beispiel von außen sind auch immer feste Kunststoffleitungen für die Abwassersysteme verbaut, also keine Schlauchleitungen. Was mir hier an dem Stall gut gefällt, ist zum Beispiel der Platz schon für die 3. Batterie, wenn man mal nachrüsten will eines Tages. Ebenfalls typisch für alle 3 Fahrzeuge ist, dass es einen fest verbauten Gastank gibt. Der dient für die Heizung und zum Kochen. Das heißt, wir haben keine Dieselstandheizung, sondern Gasstandheizung. Und ein bisschen spärlich und auch sehr tief montiert, das ist der originale Dieseltank. Da wird man für die Langfahrt sicherlich mal anders nachrüsten. Hier ist ja auch genug Bauraum. Das hat sicherlich Optimierungspotenzial. Und hier kann man jetzt auch mal ganz gut sehen, wie die Kabine gelagert ist. Das ist der originale Leiterrahmen. Das sind die originalen Iveco-Konsolen mit diesen Gummimetallelementen. Und hier ist ein sehr massiver Hilfsrahmen angesetzt. Und die können sich jetzt für einen 2 cm bewegen. Das geht von vorne bis hinten durch. Hier vorne ist er angeschrägt. Viel Bewegung ist also nicht möglich, aber für Pistenfahrt sollte das ausreichen. So, dann schauen wir noch mal unter die Motorhaube, sofern man unter sagen kann. Das ist ja fast schon Kopfhöhe hier. Da steckt ein 3-Liter Motor drunter, 180 PS, 132 kW. 3 Liter, bekannter Motor, mittlerweile Euro 6 D-Temp. Aber man kann ganz gut sehen, ist schon alles ziemlich verbaut. Platz gibt es hier nicht wirklich. Aber das Wichtige ist, ich komme ganz gut an die Scheinwerfer ran, kann die Glühbirnen tauschen. Und das ist ja auch entscheidend. Die Doppelkabine mit Türen hinten links und rechts. Früher gab es bei Doppelkabinen die Tür meistens nur auf der Beifahrerseite. Jetzt eben auch auf der Fahrerseite. Dementsprechend rückt die Kabine ein ganzes Stück nach hinten. Deswegen auch der Überhang hinten länger. Das muss man also dann in Kauf nehmen, wenn man vorne Platz für die ganze Familie haben will. Bietet der AX407 Family zwar Platz für die 5-köpfige Familie, wird es mit dem Stauraum für sämtliche Reiseutensilien mal 5 eng. Besser dagegen ist der EX422 aufgestellt. Dieses Fahrzeug ist sehr großzügig aufgebaut. Das sieht man auch daran, dass hier eine enorm große hintere Staukiste ist. Theoretisch könnte man diesen Grundriss kürzer bauen. Wir haben schon mal ein ähnliches Fahrzeug getestet, den iX370, noch auf dem Vorgängerfahrgestell. Da war die Box fast ein Dreiviertelmeter kürzer und würde man das auch hier umsetzen, würde der Wagen hier enden. Das ist natürlich fürs Gelände optimal. Stichwort optimal, das ist der Zugang zur Technik, Heizung, Abwasser, Wasserfilter und hier die Außendusche. Finde ich super gelöst. 3,40 Meter ist dieses Fahrzeug jetzt hoch, ist also der niedrigste von den 3, die wir heute gefahren sind. Vorne ist kein Alkoven, da wäre theoretisch Platz, um noch auf dem Dach ein bisschen was unterzubringen. Die Dachreling vorne, die ist ein bisschen heikel, da wird sich sicherlich der ein oder Ast mal hinterhaken.
Und während sich schier endlos das Eis den Strom hinunterschiebt, geht die Arbeit fürs Team weiter. Jetzt allerdings im Innern der Kabinen, die dank gut funktionierender Truma-Kombiheizung einen behaglichen Arbeitsplatz bieten. Jetzt bin ich emporgekrabbelt in den AX407 Family. Der baut unglaublich hoch auf. Das sind zwei große Stufen hier hinter der Tür noch, weil hier ein durchlaufender doppelter Boden ist. Warum doppelter Boden? Weil ich die Höhe ohnehin brauche, um im Alkoven Sitzhöhe zu bekommen. Die Höhe hier mit 2,7 Meter, die ist natürlich enorm üppig, aber im Alkoven brauche ich sie und auch hier hinten bei dem Doppelstockbett, denn das ist ja ein Familiengrundriss, vorne schlafen die Eltern, hinten sind die zwei Einzelbetten und die sind wirklich äußerst komfortabel. Hier oberhalb der Tür ist das Bordmonitoring untergebracht, also beispielsweise mit den Tankmonitoren und den Stromverbrauchsanzeigen. Ich schalte hier den Spannungswandel ein. Kerkam setzt hier komplett auf das Votronic-Programm, ist sauber installiert. Mache ich die Klappe auf, komme ich dahinter an die Schmelzsicherung für die einzelnen Verbraucher. Die werden sicherlich auch noch beschriftet, dass ich weiß, welche Sicherung dazugehört. Daneben das Bedienpanel für die Heizung und die Anzeige für den Gasfüllstand. Wer mehr als zwei Kinder hat oder vielleicht einen großen Hund, der wird sich über die Klappe freuen, die hier unter dem Bett ist. Da geht es hin in den Heckstauraum. Da passt also das Fahrrad rein oder eben der Hund oder tatsächlich auch das dritte Kind. Und das ist jetzt kein Scherz, denn alles ist hier vorbereitet. Da ist ein Fenster drin, es ist eine Lampe und eine Steckdose. Das kann ich also mit wenig Aufwand zum dritten Bett umbauen. Vielleicht für den Jugendlichen, der in zwei Jahren nicht mehr mitreisen will. Und dann wandelt sich das zur Heckgarage. Finde ich eine tolle Lösung. Hallo! Hier ist der Ausgang. Also dieses Badezimmer ist so riesengroß. Deswegen ist hier auch so wenig Platz im Innenraum, weil die extra Dusche so viel Platz braucht. Riesen Nasszelle, enorm groß. Kommt doch einfach mal mit rein, dann gucken wir uns mal im Detail an. Ja, also die Duschtasse ist riesig. Das Wort riesig kommt gleich noch häufiger vor. Edelstahlwanne unten dran, viel Platz, ich kann mich wirklich gut bewegen, gibt allerdings nur einen Auslass. Manche Fahrzeuge haben ja einen zweiten, wenn das Fahrzeug schief steht, finde ich per se gar nicht schlecht. Hier gibt es einen. Dann ist hier vorne das Waschbecken mit sehr viel Stauraum und eine Toilette, ob nun Trockentoilette oder hier eine mit Tank oder ein Kassetten-WC, kann man sich aussuchen. So, und jetzt erzähle ich noch mal kurz, wofür dieses Stückchen da ist. Kleines, smartes Detail. Denn sowas fliegt natürlich Offroad immer durch die Gegend. Also, zack, und schon kann sich nichts mehr bewegen. Wenn die Kinder dann auch mal ihre Freunde mitnehmen wollen, dann scheint es auch so zu sein, dass hier auch noch mal ein Bett entstehen kann. Denn an der Sitzgruppe sind extra Auflager geschaffen für die Tischplatte, so wie man das vom Camping früher kennt. Also, flugs den Tisch abgesenkt. Aber oh Wunder, er geht nicht tief genug. Also hier stimmt noch was nicht. Also doch nichts mit Schlafplatz. Als Sitzgruppe aber ist die Anlage hier wirklich gut. Jetzt muss ich gerade nur mal eben blind nach dem Griff suchen. So, jetzt ist der Tisch auch wieder fest. Ich mag das, dass die angeschrägt ist, sehr gemütlich. Platz für 4 bis 5 Personen ganz entspannt. Denn ich kann hier vorne noch ein zusätzliches Brett ausziehen, das vor den Durchgang rutscht. Und dann hat wirklich die ganze Familie viel Platz. Ob die Frauen das ähnlich sehen? So Steffi, jetzt sitzen wir hier im Familienfahrzeug. Ich finde, hier wirkt alles so ein bisschen zentriert. Also wir haben hier direkt das Bett, die Sitzecke und direkt daran die Küche. Das mag ich irgendwie total gerne, dass das alles so wie ein großes Ganzes wirkt. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, das Fahrzeug ist für 4 Personen ausgelegt. Hier könnte tatsächlich noch eine 5. schlafen. Dass die Sitzgruppe dafür relativ klein ist. Richtig. Zu 5 können wir hier nicht dran sitzen. Nee, das wäre ein bisschen eng. Also ich glaube, diese Platte hier kann man noch ausziehen unter der Sitzgruppe. Dann hätte man noch eine Sitzgruppenerweiterung. Aber dann kann man natürlich wieder nicht am Tisch sitzen. Das ist die Person, die da sitzt, die kann dann nicht mit essen. Genau, die quasi... Mit dem Strafsitz. Genau. Eine stille Treppe. Ja. Das stimmt allerdings. Sitzen ja, am Tisch essen, nö. Was ja bei so großen Fahrzeugen sehr beliebt ist,
Das ist so eine mächtige und schwere Panoramaklappe, aber ist natürlich toll. Ich sitze hier mittlerweile ganz groß im Freien. Was mir aber nicht so gut gefällt, das ist, dass hier die Gasdruckfedern einfach nur mit ein paar Unterlegscheiben in Position gehalten werden. Technisch zwar kein Mangel, aber das geht doch auch schöner. Was natürlich total geil ist, ist diese große Panoramaklappe. Also wenn es im Sommer schön warm ist und sonnig. Auch? Ja, du kannst es mal wagen. Wenn ich sie dann aufkriege. Die kriegst du ja nicht auf. Doch. Oh. Wow. Ja, haben wir jetzt was sehen können? Also wenn jetzt die Sonne scheinen würde, dann wäre es, glaube ich, richtig schön. Jetzt machen wir schnell wieder zu, weil es wird sonst kalt. Upsi. Weiter geht's mit der typischen Männerdomäne der Küche. Hier auf der Fahrerseite ist die wirklich große Küchenzeile. Hier ist Platz, dass ich nach dem Frühstück mit 5 Menschen auch richtig viel dreckiges Geschirr stapeln kann. Es gibt viel Stauraum. Was ich schönes Detail finde, sind, dass überall in den Schubladen schon die passenden Nuten eingefräst sind, um sich das zu unterteilen. Was ich genauso gut finde, ist, dass hier mit Gas gekocht wird und nicht irgendwie versucht wird, mit Strom zu kochen und da die Energie zu vernichten. Allerdings zeigt die Küche auch ganz gut, dass die Kerkam-Fahrzeuge ein bisschen in so einer Zwischenwelt sind. Auf der einen Seite sind die Möbel recht einfach gebaut, eben mit den vorgehängten Klappen, wo ich auf die Sperrholzoberfläche gucken kann. Es ist eher einfache, aber trotzdem sinnvolle Technik verbaut. Dann aber sprengen KCT-Fenster den Preisrahmen. Hier sind ja 8 Fenster verbaut plus die Dachluke. Das ganze Fahrzeug kostet 360.000 Euro. Und wenn man auf diese teuren Fenster verzichten könnte, dann hätte man gut 15.000 bis 20.000 Euro Geld gespart. Und da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Die finde ich hier in den Fahrzeugen manchmal ein bisschen oversized. Wenn man mit der Familie unterwegs ist, sind die Eltern im besten Fall auch noch nicht ganz so alt und unsportlich. Die müssen nämlich einen großen Schritt machen, um ins Bett zu kommen. Eine Trittleiter oder was ähnliches gibt es nicht, also entweder über die Polster oder über das Brett. Dann ist hier oben aber jede Menge Platz, gibt eine große KCT-Dachluke, ist natürlich ein echter Trümmer zu beiden Seiten Fenstern. Hier auf der Seite gibt es auch Leselampen, Steckdosen und auch Stauraum für die Bücher und ein paar Klamotten. Finde ich gut gelungen, gutes Maß, nicht zu groß, nicht zu klein. Eine Sache, wo Jörn Kerkam zu Recht für bekannt ist, das ist, er sich wirklich Mühe gibt mit guten Matratzen, sind Froli-Unterlagen. Die Warmluft strömt hier unter das Bett, das kann ich sogar einstellen, wie warm mir die Füße werden. Das sind alles tolle und sehr sinnvolle Details. Man sieht das ja auch schon, die Matratze ist relativ dünn, hat aber trotzdem einen tollen Schlafkomfort. Das sind so Details, die in diesen Fahrzeugen immer zu 100% funktionieren in meinen Augen. Was nicht so zu 100% funktioniert, das ist wirklich das Runterkrabbeln hier. Ich bin jetzt mit knappen 70 Kilo noch normalgewichtig. Mit 90 Kilo möchte ich mich da eigentlich eher nicht mehr draufstellen. Ja, zu guter Letzt ist hier vorne dann der Durchgang in die Doppelkabine. Wirklich große Tür, die kann ich auch im Alltag gut benutzen. Offen stehen bleiben während der Fahrt kann sie nicht. Und wenn ich hier durchkrabbel, dann kann man auch ganz gut sehen, dass der Faltenbalk recht kurz ausfällt. Das liegt ganz einfach daran, die Kabine hat zwar einen kleinen Hilfsrahmen, aber der ist nur mit Gummipuffern an den Hauptrahmen angebunden. Da ist also nicht viel Bewegung drin im Vergleich zu einem LKW beispielsweise. Deswegen kann das so kurz ausfallen. Alles sehr technisch einfach gelöst, aber eben auch gut gelöst. Es muss ja nicht immer zu komplex sein. Funktioniert also und das soll's doch. Ja, und schwupps stehe ich im EX422. Moment, falls ihr euch jetzt wundert, ja, die Kabinen haben alle auch eine große Eingangstür, aber irgendwie fanden wir es witzig, durch die Fahrerkabine zu klettern. Lag vielleicht an der fortgeschrittenen Stunde. Und bitte. Der Zwei-Personen-Variante in diesem Triumvirat. Hier geht das Fahrzeug ganz vorne los mit der Küchenzeile. Die ist ähnlich groß, man sieht das schon, ich habe auch wieder viel Arbeitsfläche. Ich habe auch wieder den Gaskocher. Ich habe auch wieder das KCT-Fenster, also alles sehr ähnlich. Nur das Holz ist in diesem Fall anders. Hier gibt es jetzt mal Ahorn, gut lackiert, damit es auch dauerhaft so hell bleibt wie jetzt hier im Neuwagen.
Auf der Fahrerseite laufe ich minutenlang an der Nasszelle vorbei, so groß ist die. Nach meiner Meinung nach viel zu groß für so ein kompaktes Fahrzeug eigentlich. Ist innen genauso aufgeteilt wie bei dem großen Familienmodell mit der separaten großen Dusche. Hier ist an dieser Stelle mal eine Kassettentoilette verbaut, ansonsten identisch, was ich eine schöne Lösung finde. Da sind wir wieder bei typisch Carcam. Die Kassettentoilette mit ihrem eigenen Frischwassertank kann ich von hier aus befüllen, muss ich nicht nach draußen gehen und die Kassette rausholen. Ja, wer sich schon ein bisschen mit diesen Fahrzeugen auskennt, der weiß, als iX370 haben wir ein ganz ähnliches Fahrzeug von John Carcam schon mal im Test gehabt. Das sei mal an dieser Stelle oben verlinkt. Und dieses Modell ist das beste Beispiel dafür, dass Größe nicht unbedingt besser ist. Denn die Funktionalität hier ist gar nicht größer geworden. Sie ist einfach nur ein bisschen aufgedunsen. Wir haben eine etwas größere Sitzgruppe, wir haben diese riesige Nasszelle, wir haben ein bisschen mehr Breite. Aber brauchst du das wirklich? Was ich super finde, ist nach wie vor dieses ausziehbare Bett und die Funktion mit der Sitzgruppe, dass ich eben, selbst wenn ich das Bett ausgezogen habe als Doppelbett, immer noch hier vorne eine Sitzgruppe für zwei Personen übrig habe. Finde ich eine tolle Lösung. Der Stauraum hier oben ist wirklich üppigst. Da passt alles rein, von Winter- bis zur Sommerbekleidung. Wahrscheinlich passen auch noch Skistiefel mit rein. Das ist wirklich sehr, sehr großzügig. Und die Sitzgruppe an sich ist natürlich auch top und gemütlich. Ich finde die Sitzecke total schön, ist sehr groß. Die Kabine an sich ist ja auch sehr groß, und wenn man die mit den anderen vergleicht. Trotzdem können nur maximal zwei Personen hier schlafen. Das stimmt. Und das finde ich auch so ein bisschen schade. Man muss halt jedes Mal das Bett nach vorne ziehen, wenn man hier zu zweit schlafen will. Allerdings, wenn man alleine ist, kann man natürlich auch total entspannt hier hinten einfach schlafen, spart sich das Bettenbauen. Das ist schon nicht verkehrt. Ja, und wer sich so partout nicht vorstellen kann, wie man dieses Bett aufbaut, dem führe ich das mal eben vor. Dafür muss das Polster weg und das Polster weg. Dann lege ich die um. Übrigens an dieser Stelle auch wieder ein klitsches Detail. Hier ist nochmal eine kleine Schublade versteckt. Also Polster umlegen, Polster umlegen. Dann ziehe ich den halben Lattenrost raus, bis hier vorne an die Tischkante. Matratze rein. So. Und fertig ist das Doppelbett. Wo wir jetzt eh schon dabei sind, hier mit den Polstern Puzzle zu spielen, dann zeige ich auch mal einmal hier einen Blick in die Elektrik. Die ist hier sehr gut zugänglich, sehr aufgeräumt. Darunter stecken die Batterien. Hier sind aus diesmal normale AGM-Akkus, sieht man ja mittlerweile selten, spart natürlich ordentlich Geld. Sehr übersichtlich gemacht, hier hat man sich wirklich Platz gelassen, es ist nicht sehr vollgestopft. Da ist sogar Platz, um noch eine dritte Batterie nachzurüsten. Das finde ich sehr ordentlich. Hier ist der Hauptschalter, gut und ordentlich gemacht. Ja, und wer vorhat, noch ein paar blinde Passagiere mitzunehmen, für den ist das Auto hier vielleicht auch die richtige Wahl. Der Kleiderschrank jedenfalls ist üppig, sinnbildlich für die Menge an Stauraum, die hier für zwei Personen zur Verfügung steht. Es ist eben wirklich ein aufgedunsener, großer iX370. Ja, mag ungewöhnlich sein, aber das größte Auto ist in diesem Fall mal mein Favorit. Der iX439 funktioniert in meinen Augen vom Grundriss am allerbesten. Grobe Einteilung, hinten wird gewohnt, vorne wird geschlafen, in der Mitte wird geduscht. Ja, wo kann man schon zu zweit in dem Camper ins Badezimmer gehen und hat noch Platz für zwei weitere Personen in der Mitte? Das ist wirklich außerordentlich viel Platz. Kameramann steht in der Dusche, ich stehe oberhalb des WCs und in der Mitte ist noch Platz am Waschbecken. Das Badezimmermodul vergleichbar. Genau dasselbe gilt für die Küche. Auch hier wieder viel Platz. Ich habe hier wieder meinen dreiflammigen Gasherd. Mein teures KCT-Fenster, super viel Arbeitsfläche und jede Menge Stauraum, finde ich super. Der Kühlschrank ist hier bei dem Fahrzeug nach vorne gewandert. Kissman-Kompressor, auch das ist bei den anderen Fahrzeugen identisch. Finde ich super, kann ich gut dran arbeiten. Viel Bewegungsfläche, gefällt mir wirklich gut. Stauraum, brauchen wir gar nicht drüber reden, unglaublich viel Platz. Eine Kleinigkeit, die ich verblüffend finde, die habe ich hier im Schrank gefunden. Und zwar sind ja in vielen Bereichen die
technischen Installationen abgedeckt und ich komme sehr schnell ran, finde ich super. Hier ist zum Beispiel ein so ein Brett, was das abdeckt, finde ich ganz toll gefertigt. Sind außenrum Echtholz, Umleime, alles super verschliffen, tolle Qualität. Ich frage mich nur, warum machen wir es dann nicht da auch, da wo ich es den ganzen Tag sehe. Hier sind einfache Sperrholzschnittkanten, das ist Standard bei Kerkam. Aber wenn man es in den verdeckten Elementen so hinkriegt, dann wünsche ich es mir umso mehr. Also bei der Küche finde ich total super, dass man so eine große Fläche hat. Wir haben sogar einen Backofen. Eine riesen Arbeitsfläche. Das stimmt. Sehr viel Stauraum auch und super finde ich, dass wir hier so ein großes Fenster haben. Weil wenn man dann wirklich irgendwie mal was brät, kann man auch gleich direkt das Fenster aufmachen. Genau. Cool ist auch diese Beleuchtung hier nochmal. Da kann man gleich mal die Stufe noch mit zusätzlich beleuchten, wenn man hier runterkommt, dass man die auch sieht. Stimmt, und kann hier auch gleich ein bisschen besser in die Fächer schauen. Ja. Die Fächer kann man auch alle, hast du das gesehen, die kann man alle unterteilen. Stimmt. Da sind so, kann man so Einlegeböden so reinmachen oder so. Dann fliegen die Sachen nicht so durch die Fächer, gar nicht so verkehrt. Komme ich hier hinten ins Heck, werden die wahren Ausmaße dieser Kabine mal deutlich. Ich stehe auf dem Podest und habe immer noch eine Handbreit Platz über dem Kopf. Und genauso üppig ist auch diese U-Sitzgruppe. Ich bin großer Fan von dieser Art Sitzgelegenheit. Es ist wahnsinnig viel Platz, auch für Freunde, die man auf Reisen kennenlernt. Ich kann quer lüften, ich kann in alle drei Richtungen schauen. Wahnsinnig viel Platz, großen Tisch zum Arbeiten und zum Tafeln. Das ist purer Luxus hier hinten. Was mir jetzt aber nicht so gut gefällt, das ist zwar nicht mehr in der Küche, aber das Bett ist riesengroß, aber den Einstieg, den kriege ich einfach nicht hin. Also diese riesige Durchgangstür zum Fahrerhaus finde ich super, aber ich krieg's mit dieser Leiter einfach nicht hin. Nicht optimal. Soll ich mal probieren? Mhm. Leichter mal die Finger hier dran. Boah, okay. Ah. Tada! Das Wort Luxus, das gilt auch für das Schlafgemach hier vorne. Ich kann mir aussuchen, ob ich quer liegen will oder längs in Fahrtrichtung. In beide Richtungen ist mehr als genug Platz. Es gibt eine riesige KCT-Dachluke, zwei Fenster zu den Seiten. Die Sitzhöhe ist ein bisschen knapp, aber das ist in Ordnung, sonst wäre das Fahrzeug noch höher. Was überhaupt nicht in Ordnung ist, das ist dieses Leiterkonstrukt hier. Ja, die muss wegnehmbar sein, damit ich an den Durchgang komme, aber das Stufenmaß passt nicht. Ich trete hier im Prinzip dran vorbei und habe Angst abzurutschen. Die ist unheimlich wackelig, sie hängt auch nur hier oben so dran fest. Und ganz schlimm wird es, wenn ich sie dann wegräumen will, dann klappe ich sie zusammen und muss sie hier in diese Abseite reinwürgen. Das ist ein bisschen fummelig. Rein geht noch, raus ist noch schlimmer. Und dann muss ich sie mit diesem Stück Holz fixieren. Das ist auch so ein bisschen gebastelt. Jörn Kerkam hat viele, viele tolle Ideen in den Fahrzeugen. Die Idee gehört definitiv nicht dazu. Ja, nur meckern ist natürlich auch immer doof, deshalb, wie könnte man sowas besser machen? Ich habe die Leiter nochmal aufgebaut. Klar, einfacher Weg wäre einfach rückwärts runter zu gehen, dann hätte ich das Problem gelöst. Aber ich kann sie auch einfach hier rund aussägen oder ausfräsen. Dann habe ich den Platz, dann habe ich das Auftrittmaß wie eine normale Stufe, habe aber die Geometrie, dass es eben funktioniert mit dem Auf- und Zusammenklappen, wäre einfach gelöst und der Zeitaufwand ist überschaubar. Und hier oben kann man sie auch relativ leicht befestigen, wenn man da ein bisschen nacharbeitet. Dann ist diese Treppe auch dann funktional. Also nicht Hopfen und Malz verloren, aber ein bisschen Optimierungsbedarf ist dennoch. Aber genug von Leitern für heute. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Nach einer äußerst bequemen Nacht, in den Betten lässt es sich komfortabel wie zu Hause schlafen, testen wir mittels Wärmebildkamera, wie gut die Warmluft der Heizung zirkulieren kann. Wir haben jetzt hier mal die Möglichkeit, auch mal, weil es so schön kalt ist draußen, die Autos mal mit einer Wärmebildkamera anzugucken. Das gibt spannende Ergebnisse bzw. spannende Einblicke. Hier unten die warmen Füße, die kommen von dem Ausströmer hier. Da sieht man richtig, wie der Strahl hier rausgeht und dann die Umsachen erwärmt. Jetzt mache ich den mal zu. Dann wird sich das langsam abkühlen, aber das zeigt eben,
wie punktuell diese Warmluft ausströmt bei einer Luftheizung. Und vorne beim Bett kann man das auch nochmal ganz toll sehen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Hier ist dieser andere Bereich. Jörn Kerkamp bemüht sich ja immer, dass er die Warmluft von den Luftheizungen gut verteilt, was sehr sinnvoll ist, damit man wirklich im ganzen Fahrzeug die warme Luft hat. Und hier zum Beispiel sind die Ausströmer hinter der Heizung. Das ist einfach eine kleine Hinterlüftung mit kleinen Schlitzen. Und klar, hier vorne fängt die warme Luft an, noch am meisten. Da ist noch am meisten Energie. Und nach hinten wird es dann immer weniger. Und vorne am Alkovenende ist es dann am geringsten. Aber so kann man das mal plastisch ganz gut sehen. Finde ich sehr spannend. Auch von außen zeigen die Bilder, dass die Kabinen selbst an den Kanten sauber und durchgängig gedämmt sind. Lediglich an den Türen und Fenstern erkennt man, dass dort Wärme entweicht. Auf der Rückreise finden wir dann doch noch etwas, um mit den Dailies ordentlich im Matsch zu spielen. Keiner der drei gibt sich hier die Blöße. Der zähe und teils tiefe Schlamm kann ihnen nichts anhaben. Und während wir noch dafür sorgen, dass der Hochdruckreiniger nachher ordentlich was zu tun hat, kommen wir zum Thema Preise. Und hier dürfte der eine oder andere einen Schrecken bekommen. Der EX422 kostet 297.000 Euro. Die Doka als Familienmobil liegt schon bei 366.500 Euro. Und an der Spitze steht der luxuriöse AX439 für 371.500 Euro. Kerkam hat sich damit in die hochpreisige Liga begeben. Die Qualität und vor allem Funktionalität aber stützen solche Preise. Am Ende bleibt die erfreuliche Nachricht, dass sich mit dem Daily endlich wieder was in der 7,5-Tonnen-Klasse tut. Alle drei haben übrigens mindestens eine gute Tonne Zuladung. Das sollte für die meisten Dinge reichen, die mit auf Tour dürfen. Ihr wollt noch mehr? Dann schaut euch doch mal die Tests der Konkurrenz in unserem Kanal an.